In diesem Video erzählen wir Ihnen von einer der möglichen Handelsstrategien für Kryptowährungen. Wenn Sie diese beherrschen, können Sie Ultima-Tokens effizienter kaufen und verkaufen. Es geht darum, wie Sie strategisch richtig Ihre Order an einer Kryptobörse unterbringen. Deswegen möchten wir diesen Vorgang zuerst ein wenig theoretisch erläutern. Eine Order ist Ihr persönlicher Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen. Zunächst werden Sie in Marktorder und aufgeschobene Order unterteilt. Um eine Marktorder geht es, wenn Sie direkt einen Befehl zur Eröffnung einer Transaktion im Börsenterminal erteilen und dieser gemäß dem aktuellen Preis, das heißt dem Marktpreis, ausgeführt werden muss. Eine aufgeschobene Order wird im Voraus an einer bestimmten Stelle platziert und erst dann ausgeführt, wenn sich der Preis dem darin vorgegebenen etwa genähert hat. Das heißt, Sie verschieben die Ausführung Ihres Auftrags auf unbestimmte Zeit. Der Strategie, um die es hier geht, liegt der Einsatz der aufgeschobenen Orders zugrunde. Bitte beachten Sie, dass dieses Video keine Finanzberatung darstellt. Wir informieren Sie lediglich über eine der auf dem Markt existierenden Strategien. Die Entscheidung, ob Sie dieser folgen, liegt ausschließlich bei Ihnen. Erstens. Verkaufen Sie nicht nach dem Marktpreis, sondern geben Sie in einer aufgeschobenen Order einen höheren Verkaufspreis an. Die optimale Lösung wäre, die Orders mit einem Preis zu erteilen, der den Marktpreis um 5 bis 10% übersteigt. Dies gibt dem Markt ein klares Signal, dass Ultima unterbewertet ist und wird einen Preisanstieg beim Token bewirken. Zweitens. Verwenden Sie die Strategie der Mittelwertbildung. Mit anderen Worten, kaufen und verkaufen Sie nach dem Leiterprinzip. Als Mittelwertbildung bezeichnen wir die Strategie, bei der man nicht eine Order zu einem bestimmten Preis aufgibt, sondern mehrere und zu unterschiedlichen Preisen. Wenn also der Vermögenswert wachsen wird, werden Sie im Falle eines Leiterkaufs schneller einen Gewinn ausweisen. Wenn Sie schon länger am Markt tätig sind, haben Sie wahrscheinlich bereits die Situation erlebt, dass ein Vermögenswert, nachdem Sie ihn verkauft haben, zu Ihrem Verdruss plötzlich zu wachsen beginnt. Diese Strategie, bei der Sie mehrere Orders zu einem höheren Preis erteilen, hilft maßgeblich, solche Enttäuschungen zu vermeiden. Natürlich träumt jeder davon, eine Kryptowährung zu kaufen, wenn ihr Preis ganz niedrig ist, und sie zu verkaufen, wenn ihr Wert seinen Gipfel erreicht hat. Aber denken Sie daran, dass es fast unmöglich ist. Selbst große Player, Wale, die Milliarden von Dollar in Kryptowährungen investieren, kaufen und verkaufen nach der Strategie der Leiter, denn niemand kann den Tiefst- und Höchstwert vorhersagen. Eine gute Strategie wäre es, Ultima nach dem Leiterprinzip zu einem höheren Preis mit einer Orderdifferenz von 20% zu kaufen und zu verkaufen. Um auf dem Kryptomarkt erfolgreich zu sein, müssen Sie verstehen, dass Warten völlig normal ist. Versuchen Sie daher immer, Ultima in Teilen zu einem höheren Preis zu verkaufen. Wenn Sie daran interessiert sind, langfristig zu profitieren, können Sie Ultima regelmäßig und in bestimmten Abständen für die gleichen Beträge kaufen. Wenn Sie sich also entscheiden, am ersten Tag jedes Monats Ultima im Wert von 100 Dollar für Ihr Portfolio zu kaufen, sollten Sie bereit sein, diese 100 Dollar einige Jahre lang auszugeben. Die Beträge bestimmt jede Person individuell. Manche investieren 50 Dollar im Monat und andere 5000 Dollar. Dies ist eine sehr flexible Strategie, die Sie problemlos an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Auch wenn Sie feststellen, dass das Token deutlich im Preis gefallen ist, können Sie immer noch investieren und es zu einem günstigen Preis zurückkaufen. Wenn es später weiter wachsen wird, werden Sie hervorragende Profite erzielen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir nur dann erfolgreiche Ergebnisse erzielen können, wenn die gesamte millionenstarke Ultima-Community dieser Strategie folgt. Stellen Sie sich vor, mehr als 1 Million Orders zu einem höheren Preis kommen an die Börse. Dies wird zu einem bedeutungsvollen Signal für den Markt sein, dass Ultima unterbewertet ist und wird dem Token einen starken Anstoß zum Wachstum verleihen. Deswegen ist es im Interesse jedes Einzelnen von uns, sich strikt an die Empfehlungen zu halten und dieses Video unter möglichst vielen Nutzern zu verbreiten.